Ich denke, in Bad Tölz spielt ziemlich jeder Eishockey. Und da ich ja in Bad Tölz geboren bin, beziehungsweise im Nachbardorf Geist auch aufgewachsen bin, war das eigentlich klar. Ich bin meinem Vater früher auch immer zum Eishockey gegangen. Und ja, das hat mich eigentlich immer begeistert und hat Spaß gemacht. Und meine Freunde haben dann auch alle mit dem Eishockey angefangen. Und dann war das eigentlich klar. Ab und zu mal die 60er, also 1860, Münchens wahre Liebe, die gucke ich schon mal, aber sonst, ja, ich gucke schon mehr Eishockey in meiner Freizeit. Ja, erstens mal gegen Bad Tölz ist immer was ganz Besonderes für mich. Bin da aufgewachsen und habe bis 14, 15 auch in Bad Tölz gespielt. Der Rick war damals auch mein Nachwuchstrainer und die halbe Mannschaft, da sind Freunde von mir eigentlich alles. Und ja, ich finde es super, dass sie zurück in der zweiten Liga sind. Und ja, speziell das Duell gegen Klausi, das, also für mich war der Klausi damals immer Vorbild auch. Also ja, wir sind damals mit 11 oder 12, sind wir, wo der Klausi von der Olympiade zurückkommen sind, sind wir vor seinem Haus gestanden. Und ja, dass ich halt damals auch mit ihm in München spielen durfte, war für mich ganz was Besonderes. Und ja, jetzt gegen ihn zu spielen, ist natürlich auch super. Ja, also erstens mal habe ich die letzten 2 Jahre immer auch ziemlich Verletzungspech gehabt. Und ja, also mein Ziel ist natürlich, dass ich jetzt mal verletzungsfreie Saison durchspiele. Und für mich passt in Bad Nauheim alles. Das ist ganz kurz und einfach gesagt. Also ich fühle mich sau wohl. Meine Freundin kommt von da, ich habe alles da, ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann. Und wie ich gesagt habe, ich will was zurückgeben. Die Leute hier haben mir auch viel Vertrauen geschenkt und wie gesagt, ich fühle mich sauwohl hier. Ja, ich denke, ich bin ein Spieler, ich gebe immer zu 100% alles. Ich will nie verlieren, also ich gebe bis zum Schluss wirklich alles. Und ja, ich hoffe halt, ich kann der Mannschaft mit dem helfen. Ich spiele, ja, sag ich mal, ein bisschen dreckig auch manchmal und will dahin gehen, wo es weh tut. Und ja, wie gesagt, ich will alles geben immer und ich will mich jetzt nicht hier aus, was ich für ein Spielertyp bin oder keine Ahnung, das müssen andere beurteilen, aber ich denke mal, was mich auszeichnet, dass ich alles gebe immer für den Verein. Ja, mich ehrt es natürlich, dass die Leute meinen Namen immer schreien und dass die Leute zu 100% hinter mir stehen. Und wie gesagt, ich will jedes Spiel alles geben, will mich für den Verein zerreißen. Und wenn die Leute das natürlich dann sehen, dass man alles gibt, dann freut mich das und das pusht einen natürlich umso mehr. Und ja, wie gesagt, die Zuschauer in Bad Nauheim, das ist eh außergewöhnlich und das ist was Besonderes, sage ich mal. Ja, das ist ganz kurz und knapp geschrieben. Einfach Playoffs. Das alles andere zählt nicht. Ich wohne daheim in den Bergen. Ich fahre unglaublich viel Fahrrad. Ich mache viel Sport daheim mit meinen Freunden, mit meinen Eltern. Und wie gesagt, ich glaube einfach, das ist mein Vorteil, dass ich viel in den Bergen bin. Wir machen ja auch so einen Fahrradtest. Und wie gesagt, ich bin jeden Sommer da viel unterwegs und das macht mir auch sehr viel Spaß, muss ich dazu sagen. Und ja, klar, man will ja auch fit ankommen, dass man Gas geben kann und das versuche ich jedes Jahr. Sag mal, ich bin immer für den Spaß zu haben. Habe einen kleinen Hund, der kostet mich sehr viel Nerven. Gehe gern Golf spielen. Verbringe auch den Sommer sehr gerne zu Hause in Bad Tölz bei meinen Freunden. Und ja, wie gesagt, verreise gern. Das EC Bad Nauheim unterstützt uns bitte weiterhin, so wie am Anfang jetzt dieser Saison. Das ist unglaublich, oder beziehungsweise die letzten 3 Jahre. Wir brauchen euch, weil mit euch im Rücken, da schaffen wir dieses Jahr die Playoffs und da bin ich zu 100% davon überzeugt.